Mein Gott, dieser Part beginnt schon direkt mit einem entnervten Benny. Und zwar ist das wieder einer dieser Aufträge gewesen, wo man warten muss. Nichts von wegen rauslaufen oder so. Alles in Grand Storm. Man muss nur warten, bis der endlich mal auftaucht hier. Hey, Schnurrbärtchen. Yes, how may I aid you? I, we pay tariff. Oh, wants us gone, does he? I wager it's not... I know Fornival's the law on his side, but I'm loath to simply... Big pardon, sir. I'd not known my wife. Well then, if my family has no objection, without funding, might you aid us, sir? I know it madness to... That it comes to this shames me beyond measure. Ja, okay, ich übernehme seine Umzugskosten. Fie on Fornival for this. He can purchase the land we trod, but I'll be hung. So. Ich meine, 30.000, wir haben über 1 Million, also bitte. Das können wir noch bezahlen. Wenn die schon einfach so wegziehen müssen, dann kann ich denen auch helfen. Dann haben wir nämlich den Scheiß endlich geklärt. Das alles tun wir ja für richtig geile Waffen. Und ich glaube, ich mache mir langsam echt Feinde hier in der Stadt. So viele, wie ich umremple. Hey, da bist du ja. Hallöchen. What news of it? Requesting your aid was indeed the... You have... I pray that this... Any rarities to sell? I'll... Was verkaufst du? Wir wissen ja, ein Geldbeutel, dem nachgesagt wird, seinen Träger vor allen materiellen Gelüsten zu befreien. Aha. Taler als Wurfgeschosse. Da haben wir ein paar Reisestangen. Starrer Blick des Drachen. Das kann nur einmal benutzt werden. Finger des Schöpfers. Der Pfeil der Pfeile. Es heißt, er töte augenblicklich. Hinweis. Rüstet ihr den Pfeil aus, ist er verloren, wenn ihr vom letzten Kontrollpunkt aus ladet. Was soll das jetzt heißen? Also der Pfeil der Pfeile, es heißt, er töte augenblicklich. Hinweis, rüstet ihr den Pfeil aus, ist er verloren, wenn ihr vom letzten Kontrollpunkt aus ladet. Also ich habe ihn praktisch nur einmal, oder wie? Und sobald ich irgendwie aufhöre und dann wieder lade, dann ist er weg. Hm. Hört sich auf jeden Fall cool an, aber naja, irgendwie ist mir das suspekt. Tötet augenblicklich, ja klar. Als würde er alles töten. Bosse und sowas wird er wahrscheinlich nicht umbringen, oder? Wahrscheinlich nicht. Schwierig. Es ist schwierig. Also einen Reisestein kaufe ich. Aber dieser Finger des Schöpfers, der ist mir ein bisschen zu suspekt irgendwie. Den hat er aber auch nur einmal. Also, ich kann einmal Imber laufen, sobald ich wieder aber lade, ist er weg. Das ist doch Quatsch. Nee. So. Okay, dann haben wir das geklärt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder pennen. Weil jetzt sollte er bereit sein... Papa. So. Und zwar müssen wir jetzt die andere Quest für die goldene Statue verdienen. So, Hauptsache, der macht jetzt einen auf lahm. Scheiß System hier. Alles Technik hier. Alles geht irgendwann kaputt, ist langsam und so. So, penn mal. So, geht doch. Ich will nämlich geile Waffen hampeln, bevor wir den Greifen erlegen. Oh yeah. Aber ich frage mich jetzt, was ich mal für neue Techniken lernen kann. Ist schon eine Zeit lang her, dass ich was getan habe hier. Dolch. 16.000 DP, heilige Scheiße. Ein verbesserter blindende Festung. Nee. Neubeginn. Windharnisch. Erhöht während eines Angriffs die Bewegungsgeschwindigkeit. Nee. Schlangenbiss, ein verbesserter Spinnenbiss, der den Gegner mit einem noch tödlicheren Gift angreift. Heimlichkeit der Anwesenheit ist für seinen Gegner zeitweise unsichtbar und kann deshalb nicht getroffen werden. No. Aber ansonsten, nee. Taste drücken, um Aktion auszulösen. Erneut drücken, um Aktion zu stoppen. Nee.
zieht im Moment gar nicht. Muss ich sagen. Keine neue Technik hier. Weil die Techniken, die ich habe, die sind an sich schon geil genug. Da muss ich also nicht noch etwas haben an Techniken. So, was haben wir hier sonst noch? Dolch führt im Falle eine Vorwärtsrolle aus. Eignet sich besonders als cleveres Ausweichmanöver. Können wir nehmen. Aber ansonsten auch nichts, ne? Fähigkeiten. Die schwere Elitnerfälle, wenn das Schwert in der Scheide bleibt. Ja, ich habe ja kein Schwert. Giftigkeit erhöht erheblich den angesammelten Schaden durch Giftangriffe. Nun, da wäre Schlangenbiss natürlich jetzt irgendwie besser gewesen zu haben. Hoppala. 100 Küsse, schneidender Wind und großes Auslösen. Das reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Verzückung, Blutdurst. Ja, Giftigkeit kann ich nur. Ne, dann lassen wir das. Was kann der Caleb denn erlernen? Was hat er denn noch so drauf? Kraftvolle Eiszapfen, ja, das war ja sehr wichtig. Totalvollstreckung, eine verbesserte Form von Vollstreckung, in deren Aura Gegner schneller sterben. Ja, können wir auf jeden Fall beibringen. Levitation und ne, sonst haben wir nichts. Vollstreckung hat er aber nicht mehr drin gehabt. Gefährlichen Feuer. Ja, Blitze und Eiszapfen, das will ich schon, dass er bleibt. Und das Beben tun wir weg und tun total Vollstreckung rein. So, okay. So, dann hätten wir das erledigt. Das speichere ich kurz, denn für die nächste Quest, für die goldene Statue, kann man was falsch machen. Und wenn man dann versagt, das wäre echt doof. Wie gesagt, soll man dann auf die Tochter aufpassen und die möchte allerlei Sachen unternehmen. Und wenn dann der Tag mit ihr nicht schön war, dann blum, verkackt. Also, dann laufen wir mal wieder zu dem Fettwanz. Benny, man macht sich nicht über Äußerlichkeiten lustig, ich weiß. Aber niemand nimmt das hoffentlich hier so richtig ernst. Wer das nämlich tut, dann, der ist sowieso irgendwie falsche Stelle. Ich meine, über Komödianten, die reden ja auch über allerlei Sachen, was man ja eigentlich nicht tut. Aber das ist halt Comedy. Da braucht man Verständnis. So. Hier müssen wir rein. Huah, ich mache einen eleganten Sprung. Gehe hier rein. Und hoffentlich ist er da. Nein. Er hat die Quest nicht. Er hat die Quest nicht. Ich muss wahrscheinlich ein paar Lindwurmjagd-Aufträge erledigen. Das habe ich nämlich hier gelesen. Man muss Lindwurmjagd-Quests machen. Scheiße. Shit. Und ich dachte, ich könnte jetzt richtig loslegen. Ah, verdammt. Verdammt. Huah, ich springe über die Wache drüber. Ich bin vom Zirkus. Ich kann das. Pass auf. Irgendwann landet mein Stiefel so mitten ins Gesicht von dem Typen. Elle, Elle? Nee, ich rede nicht mit Besoffenen. Gut, dann geben wir ihnen schon mal die Statuen, die wir haben. Ja, ist eine silberne. Nee, warte mal. Das war nicht gut, oder? Das war nicht gut. Nein, das war überhaupt nicht gut.
Ich hätte ihm direkt die goldene geben sollen. Der will nämlich nur eine anscheinend. Oder wie? Dann lade ich erstmal. Der will anscheinend nur eine Figur haben. Oder aber später möchte er noch eine haben. Ich meine, warum sollte man sonst so viele Figuren kriegen können? Are your travel preparations complete? So. Remember to save enough for okay. Dann machen wir jetzt die Lindwurmjagd-Aufgabe. Im Bann des Greifen. Wir sollen draußen mit dem Anführer des Trupps reden. Ich habe zu viele Aufträge, habe ich das Gefühl. Viel zu viele Aufträge. Wie soll ich denn das alles machen? Ich habe doch auch nur ein Leben. Der Erweckte braucht auch Urlaub. Ich habe im Moment Urlaub, bin ich auch sehr glücklich drüber. Obwohl, was heißt momentan? Wann kommt dieser Part online? Keine Ahnung. Ich nehme jetzt hier am 24.07. auf. Also ich habe Urlaub momentan. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr gut. Ab und zu mal chillen hier. Wurde richtig nötig, hier auch mal Zeit für Parts zu haben. Ja, hier stehen jede Menge. We'll circle the capital, striking the griffin as we come upon it along the way. We attack when it sets down. It is nothing so clever as to be called a strat. If you still care to join us after hearing all that. Okay. Na dann, laufen wir los. Auf geht's, Trupp. Ihr seid jetzt Squad 7. Ja, jetzt habe ich auch endlich ein Squad 7 hier in Dragon's Dogma. Wuhu! Valkyria Chronicles Forever. Also, Squad 7, los geht's! Oh, jetzt habe ich leider keine geile Gemarsch-Musik hier im Kopf. I don't know, I've been told. Bennys LPs sind so geil, denn die sind so super cool. Ich laufe so gerne hier, mein Zeh ist schrumpelig. Meine Füße tun so weh. Squad 7, Angriff! Los! Das ist zwar nicht das Imperium, aber Kobolde kann man gleichsetzen. Los, tötet sie alle. Tod den Kobolden. Tod. Platsch. Ich will euren Tod. Okay, Squad 7, wo wollt ihr jetzt hin? Okay. Dieser Part ist richtig Mist. Eine goldene Figur wollen wir. Der Benny, der kann nicht singen. Trotzdem muss er etwas tun. Denn das Spiel ist so langweilig und die Zuschauer verschwinden. Hm? Ja, kommt Leute. Mein Gott, ihr könnt aber laufen. Ich meine, und ihr habt ja Metallrüstungen an. Also, ich kann das nicht. Das sieht doch nach einem Ort aus, wo er sein könnte. Oh mein Gott, Knochen! Da habe ich noch nie gesehen. Ja, was soll ich hier? Achso, wir sollen uns verstecken, oder wie? Kommt hier hin. Okay. Passiert noch was? Nee. Strengt euch an, ja. Hallo. Ich nix hören. Seid ihr sicher, der kommt irgendwann? Shall we jump? It might shorten our path. Ja. Elites or no, I'd feel better. Ja, Leute. Sollen wir jetzt hier chillen? Und warten? Achso, versorgt den Trupp mit Ködern. Ja. Wie lege ich denn Köder hin? Wie kann ich den Trupp mit Ködern versorgen? Ach so.
Totenschädel will er wahrscheinlich nicht haben. Oder? Kind of you. Hm. Ne, du. Bringt ja nichts. Be sure to carry your weight. Kind. Also ich übergebe denen ein paar Sachen, aber womöglich hätte ich ein bisschen Fleisch haben sollen. Kommt Leute, hat einer von euch hier Fleisch? Wir haben doch Echsen getötet und so. Einer von euch muss Fleisch haben. Der Caleb bunkert doch gerne was. Saures Beefsteak? Das tut's doch auch, oder? Weil hier? Was soll ich denn hier machen? Be sure to carry your weight. Der Teufelskeim, keine Ahnung. Kind of. Der Typ nimmt ja nix. Oh, was soll ich denn hier? Ich warten und chillen, habe ich das Gefühl. Ja gut, dann chillen wir hier. Und im nächsten Part greifen wir dann den Greifen an. Bis dann.